Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir haben in der letzten Folge unser Schiff noch mal ein bisschen ausgebaut und meine Fresse, sieht das geil aus. Und es ist größer geworden. Auf jeden Fall hat uns 38 Riesen gekostet. Und ja, boah, ich freue mich schon darauf, damit rumzufliegen. Das will ich jetzt auch mal machen. Wir haben hier eine neue Laderampe gemacht. So, gibt es hier auch was Neues drinnen? Nö. Okay, gehen wir mal hoch. Ich will mir das jetzt von innen mal ansehen, was wir gebaut haben. Ist ein mieser Cliffhanger, den ich gemacht habe, aber ja. So. Hier neues Klo für alle. Boah, ich... Er trainiert schon mal. Okay, nice. Als Held von Vectera brauchst du deinen eigenen Comic. Deinen eigenen Film. Oh, deinen eigenen Song. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Okay. Ja, Lagerkiste. Okay, hier können die sich dann hinsetzen, hinschillen, wie auch immer. Kann ich hier nach oben? Ich kann hier tatsächlich nach oben, warte mal. Hier komme ich nach New Atlantis jetzt wieder und hier kann ich... Ach so, ich muss schon selber gezielt nach oben auch drücken. Das ist jetzt... Das ist mein eigenes nice Toll, Badezimmer. Dich sehen zu können, wann immer du willst. Dein Haus ist bestimmt ein wahres Spiegelkabinett. Ich habe kein Haus. Ich habe aber ein Raumschiff. Hier wohne ich. So, was ist das hier? Navigationskontrolle. Okay. Dann hier mein Schreibtisch. Hier habe ich ein Bett. Ein eigenes Bett. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Buch. Eine Kühler. Ein Sofa. Und hier kann ich selber sogar nochmal rausgucken. Nice. Ist schon cool, auf jeden Fall. Und ich habe hier einen Spind. Öffnen. Okay, ich dachte, ich könnte hier was lagern. Schön wäre es, wenn ich meine eigenen Sachen hier lagern könnte. So, gehen wir mal wieder runter. So. Okay, hier an Sarah muss ich vorbei. Einmal. Hier sogar eine Dartscheibe. So, hier Küche, Gemeinschaftsraum. Was war da gerade? Hier hat doch gerade irgendwas aufgeploppt. Irgendwas hat doch gerade hier... Kombüse benutzen. Alien Jerky, kann ich irgendwas schon herstellen hier? Nö. Ich kann hier gar nichts herstellen. Okay. Aber cool. Mega. Ich bin schon gespannt, wie wir das noch weiter ausbauen werden. So. Aber wir haben jetzt hier Platz für 4 Personen. Die hier arbeiten. Ich habe gehört, du beherrschst 2 Dutzend Sprachen. Selbst stumme. 20 Sprachen wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Oha. Spind des Kapitäns. Schleudersitz. Okay, keine Ahnung, wofür das ist, aber... Alter, wie nice. Hier nochmal ein paar Schleudersitze. Boah, ich will damit jetzt ein bisschen fliegen. Ich will den jetzt in Aktion sehen. Und hier ist mein Pilotensitz. Ah, Ruckel. Da waren jetzt ein paar Ruckler mehr. Oh, mir juckt mein Ohr. Einen Moment. So.
und abheben. Abheben beendet. Ist schon nice, das Ding, wie es jetzt aussieht. Wir werden noch sehr viel Geld da rein investieren in dieses Schiff. Diagonische Maid, das soll noch ein richtig dickes Schiff werden. Bremsraketen aktiv. Orbit stabil. Ja. So, wir haben aber immer noch nur 14. Ich will das jetzt aber mal ausprobieren. So. Yo. Okay, komm, wir scannen mal. Galabank Hölker, UC Discovery, das Auge, Kurtz, Bonda, Gagarin. Gibt es hier noch mehr? Achso, na komm, wir... Was ist die Höchstgeschwindigkeit, die wir jetzt machen können? So. So, dann können wir... Okay, wenn... Wir brauchen aber mehr Energie auf jeden Fall. Aber wir gehen hier mal runter und machen das hier nochmal. Und dann wollte ich mal tatsächlich, wenn wir jetzt hier mal wieder rausgehen, wie weit können wir, wo war nochmal Sull? Soll? Da soll. Wenn wir hier nochmal hingehen. Hier ist Deimos, Mars. Wo haben wir die Erde? Merkur, Erde. Was hat die Erde hier für Stationen? Die Erde hat momentan keine Station. Scan nicht möglich. Ne, warte. Nochmal zurück. Wenn ich jetzt nochmal so hingehe. Sternwert von Nova. Ach komm, wir gehen auch nochmal zum Mars. So, Sidonia, da wollten wir nochmal hin. Geschichte der besiedelten Systeme. Soll Datum 2188. Solomon Cole lädt Voli ein, zusammen mit Cheyenne ein neues Bündnis zu gründen. Das Freestar Collective. Okay, keine Ahnung, was das für Namen sind. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen fliegen. Ob das Broken Spear noch geöffnet ist, ist die einzige vernünftige Bar hier. Warte, schnell anziehen. Wir waren jetzt gerade im Dings. Umgebungsschaden verringert deine maximale Gesundheit, wie anhand des orangen Balkens über der Anzeige zu sehen. Entferne Umgebungsschaden in Schiffen, Außenposten und an Orten, an denen du dich entspannen und unbeschadet atmen kannst. Okay, gehen wir mal rein. Wir wollten ja hier noch mit... Warte, wenn wir jetzt hier nochmal Missionen gucken. Wir hatten hier noch was. Sprich mit Wladimir, kehrt nach Victera zurück, leere das Nest. Das verpasste Kopfgeld, Bürokratie-Blues. Sofort fällig, zurück an die Arbeit, ein Licht in der Dunkelheit. Finde neue Stories für SNN, Aktivitäten. Sprich mit Kelton Frosch, überprüfe das Inventar deines Schiffs. Das möchte ich mal machen. Dann kann ich herausfinden, wo ich das auch finde. So. Wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Okay, so geht's aus.
Ich muss hier schon rein, okay. Ja, eure Eminenz. Na, mir gefällt's, wie er mich anspricht. Schiffsteile 6. Helm, Constellation kaputt. Leerer Stationsständer, Kästchen mit Erde. Positronenbatterie, Nachtwäsche, Feuerlösche. Nachtwäsche? Mission aktiviert das leere Nest. Schlagschrauber. Ich nehme das mal alles mit. Oder warte mal. So. Inventar. Dann sehe ich zu, dass ich hier. Was packe ich hier rein? Nova Galactic Kaffeetasse, Papierflieger, Peilsenderposition, Pflanze, Schlagschrauber. Brauche ich das alles eigentlich überhaupt? Tablet, Toilettenpapier. Ressourcen. Alles lagern. Blei. Blume, Antimikrobiotikum, Chlor, Kupfer, lagern, Nickel, dass wir dann hauptsächlich solche Ressourcen, sterile Nanoröhrchen, Vanadium, Wolfram, sonstiges, Hilfe, Munition, Helme, Rucksäcke. Gab es hier nicht noch irgendwie Schiffsteile? Müssten hier nicht Schiffsteile sein? Ne, Notizen nicht. Hilfe. UC Battle Meal Mehrfachpackung. Munition. das packe ich mal hier rein. Helme. Ekliptik. Okay, habe ich noch Rucksäcke, Anzüge, Waffen. Ach so, warte. Feuerlöscher, weg. Ja. Hier finde ich also meinen Frachtraum. Okay, gut zu wissen. So. Ich würde aber gerne auch schon mein Team hier, nein, nicht nach unten. Nein, nicht nach oben. Ich wollte nach Zenodia. Komisch. Ich habe wohl mehr Zeit mit der Erkundung der Marsoberfläche verbracht als in Cydonia selbst. Okay. Aber jetzt wieder nächste Mission. Wir hatten hier was. Finde neues Berichte vom Commander Tuala darüber, den Vanguard beizusprechen. Sprich mit Zaren Yumi, sprich mit der Barkeeperin, sieh dir die Constellation-Auftragsbörse an, schließe ein Forschungsprojekt ab, stelle ein Item her oder modifiziere es. Wollten wir hier nicht noch jemanden finden? Ich mach das mal weg. Wir wollten hier jemanden finden. So, ich gehe aber wieder auf die Waffe. 1594. Und komm hoch.
Trage ich zu viel oder was? Wahrscheinlich. Ich trage wahrscheinlich wieder zu viel und kann deshalb nicht rennen. Ja, ich will hier springen. So. Guck ich mal, dass ich hier das alles verkaufe, was ich im Inventar habe. In dem Tempo geht's. Und vielleicht finden wir hier Moara wieder. Der wollte ja hier eh sein. Dann können wir ihn vielleicht auch noch in unser Schiff einladen. Hüte dich vor den Robotern. Die können hinterhältig sein. Welche Roboter? So, ist Moara jetzt hier? Ah, du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Jo, kein Thema. Hast du schon alles erledigt? Schön, dich wiederzusehen. Meinst du, in deiner Crew gibt es noch Platz für mich? Klar, auf jeden Fall. Ja, es wäre schön, dich dabei zu haben. Was könntest du beitragen, wenn du dich mir anschließt? Das möchte ich wissen. Ich bin absoluter Experte am Geschütz. Muss ich sein, weil ich meistens solo fliege. Ich schalte jedes Ziel aus, dem wir begegnen. Versprochen. Okay, es wäre schön, dich dabei zu haben. Aber gerne doch. Könnte eine Pause vom Zollsystem gebrauchen. Ja, hier. Mars oder Argonian Mate. Genau. Den habe ich jetzt. EM-Waffensysteme, Astrodynamik. Wo könnten wir ihn, Crew kann gelandeten Schiff überall zugewiesen werden. Aktuell Aufträge für riesiger Fan. Sortieren. Ich kann ihn jetzt Skills. Keine Ahnung. Ich suche nur eben mein Zeug zusammen. Dann geht's an die Arbeit. Wir sehen uns im All, Captain. Jo, du kriegst noch eine Uniform, früher oder später. Sarah? Kann ich helfen? Ja, ich würde dich aber auch gerne ins Schiff schicken. Wie du willst. Pass auf dich auf. Sarah Morgan ist nicht länger dein aktiver Begleiter. Ist sie dann jetzt auch im Schiff? Nee, warte. Das wollte ich jetzt nicht. Wo kann ich sehen? Schiff. Crew? Ah, hier. Moro Terra, hier riesiger Fan und Sarah Morgan. Okay, die sind alle im Schiff. Okay, nice. Heimatschiff, nice. Untersuchen. Frachtraum, kann ich auch gucken. Was soll denn das mit dem Feuerlöscher? Das. Okay, so. So. Okay, dann haben wir ihn jetzt schon mal in unserem Schiff wieder mit dabei. Man kann in den Minen hier auf dem Mars richtig gutes Geld verdienen. Gibt's hier noch mehr Leute? Ja. Logistikspezialist? Ich suche Arbeit. Stellst du ein? Worauf hast du dich spezialisiert? Logistik. Ich optimiere die Frachtkapazität deines Schiffs, damit du mehr transportieren kannst. Ah, okay. Klar, warum nicht? Ich mache dir ein faires Angebot. 6250 Credits zahlen, du bist dabei. Verzeihung? Ist mir jetzt noch zu teuer. Dann würde ich erstmal die Leute, ins Team holen. Es ist nicht leicht, die Dinge zwischen der Werft und hier zu koordinieren. Dann würde ich erstmal die Leute ins Team holen, die wir so oder so kriegen. Ah, jetzt können wir auf einmal wieder normal laufen. Okay, also. Sei vorsichtig mit dem Sensor. Ich habe nur den einen. Ich
Würde jetzt aber gerne wissen, wo die Händler sind. Oder komm, wir gehen... Ah, da ist Sarah. Sarah, ich komm mit, ja? Okay, typisch Bethesda. Wenn eine Person die Tür benutzt, dann muss ich warten, bis ich das benutzen darf. So. Wie kann ich dir helfen? Sarah, und das ist dann Moira. Ich bin schon Spider Vanguard. Die Gesichter ändern sich, aber Bösewicht bleibt Bösewicht. Coole Rüstung auf jeden Fall. Wo ist mein Schiff? Da hinten. Müsste das dann, glaube ich, hier. Ja? Der läuft hier entlang. Okay, dann ist das hier der richtige Weg. Ah, da ist es. Ich frage mich aber, warum wir die Erde noch nicht betreten können. Und es gefällt mir, dass wir tatsächlich die alle dann hier auch im Schiff dann haben. Dass die hier unterwegs sind. So. Sind sie schon da, alle? Er ist schon mal am Schlafen. Die anderen beiden sind noch nicht da. Also sie sind noch auf dem Weg hierhin. Ich zieh mal den wieder aus. Okay, und ich gehe dann hier mal nach oben in mein Bett. Ach, was machen die beiden hier? Ich hoffe, die pechschwarze See behandelt dich gut. Ja, komm. Lokale Zeit 21 Uhr. Komm, wir schlafen mal 8 Stunden. Haben wir das auch einmal getan? Wofür steht eigentlich UT? Ja, was gibt's? Gesundheit ist auch noch wieder aufgestiegen. Ich liebe Cydonia echt. Wir haben hier keine Dusche. Ich arbeite an der Geschichte der dekoriertesten Mitglieder der Constellation. Dazu spreche ich einfach deinen Namen 5 Stunden lang auf eine Slate. Okay. Gehen wir mal runter. Warte mal. Ja, okay. So, er wacht auch jetzt auf. Du siehst so grandios aus wie immer, Captain. So. Gut, wir wollen jetzt was verkaufen gehen und mit dem Schiff ein bisschen unterwegs sein. Ich will jetzt irgendwas angreifen und kaputt machen. Oder kapern. Dass wir dann vielleicht ein paar Schiffe verkaufen können. Schiffe geben doch Geld. So. Ich will jetzt aber abheben. So, abheben. Schild ist offline. Okay. So, gieße ich mir noch mal ein bisschen was zu trinken rein. Und die Flasche ist leer. Von hier oben sieht es so friedlich aus. Gut. Schauen wir uns mal. Freestar.
P4, Handel, Atlas. So, Neptun, Pluto, Siedler, Econohall, Galbank, Stormrider, Handel, Atlas, Galbank, Stormrider. Erde. Ich will wirklich dahin. Ich will in Richtung Erde fliegen. Ja, ich glaube, ich lasse das hier mal weg. Pack alles hier rein. So. Und schaffen wir das dahin? Noch ein bisschen Boost. So, Boost ist leer. Ich will es jetzt wissen, ob wir auch wirklich bis dahin fliegen können. Oder komm, warte, machen wir mal so. Erde, Sollsystem. 22 Erfahrungspunkte. Merkur. Erde. Ja, komm. Zur Karte. Scannen. Gibt es hier irgendwo was, wo man landen kann? Ich würde da gerne landen irgendwo. Gibt es auf jeden Fall viel Chlor. Ah, Erde, Sandwüste. Okay, hier haben wir Amerika. Dann ist da irgendwo... Hier ist Europa. Komm, ich guck mal, ob wir hier landen können. Erde ist eine komplette Sandwüste. Wenn du mehrere Nahrungsitems, Getränke oder Camps mit identischem Effekt verbrauchst, tritt nur der stärkste Effekt in Kraft. Ach so. Okay. Als würde man auf einer Wolke aufsitzen. Deine Landungen sind einfach himmlisch. Okay. Die Erde ist eine komplette Sandwüste geworden. So, ich mache mich bereit. Ich will mir das jetzt mit der Erde mal ansehen. So, Landeplatz. Da vorne haben wir was. Da hinten haben wir was. Ressourcen 0 von 5. Haben wir bisher. Warte mal, ich will jetzt mal was gucken. Gibt's hier noch Sauerstoff? Nee, hier gibt's keinen Sauerstoff mehr. Also gibt's hier auch wahrscheinlich kein Leben mehr. Da haben wir aber was. Chlor auf jeden Fall. Was haben wir da? Blei. Blei haben wir gefunden. Ah, das könnte radioaktiv sein. Den würde ich markieren. Kann ich nicht markieren. Aber neues geophysikalisches Merkmal.
Unbekanntes Merkmal. 0 von 2 gescannt. Eisenmeteorit. Und da ist auch noch was. Ui, 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 schnell weg. Aber wir machen mal. Können wir das abbauen? Wohl eher nicht. Warte, besteht primär aus Eisen-Nickel-Legierung. Dieser Eisenspat wurde einem fernen Planetesimal abgestoßen. Okay. Also hier müssen wir wahrscheinlich noch mehr von diesen Dingern finden. Gehe ich mal von aus, die wir scannen müssen. Jetzt bin ich aber neugierig, was aus der Erde passiert. Also warum ist das mit der Erde passiert? Landeplatz, agonische Maid. Oberflächenkarte. Da haben wir noch was. Schlammbecken. Wenn wir das abbauen. Wieso kann ich das nicht abbauen? Okay, dann nicht. Da habe ich aber noch was. Pelzhaufen. Ach so, das war jetzt nur zum Sammeln. So, das ist auch natürlich. Gehen wir mal dahin. Dann sind wir halt ein bisschen zu Besuch bei der Erde. Jetzt bin ich auch neugierig. Das haben wir jetzt auch gescannt. Temperatur minus 1 Grad gerade. 0% Sauerstoff gibt es hier. Okay. Also Sauerstoff existiert gar nicht mehr. Die Erde ist tot. Was haben wir da? Wasser! Man könnte die Erde vielleicht sogar noch retten. Vier von fünf Ressourcen haben wir schon gefunden. Nochmal Chlor. Nur noch Quecksilber fehlt uns. Ist nur die Frage, wo wir Quecksilber finden.
Und ich stelle mir auch die Frage, wo genau sind wir jetzt auf der Erde gelandet? Kann ja nicht sein, dass die komplette Erde nur so eine Wüste geworden ist. Außenposten 8? Ich kann so direkt anfangen, hier einen Außenposten zu machen. Ja, wir bauen aber hier noch keinen Außenposten hin. Wir werden uns definitiv noch was raussuchen, wo wir eine Hauptbasis haben werden. Aber jetzt erstmal lassen wir das noch. Wir brauchen aber auch erstmal eine vernünftige Crew, wo wir Leute hier einsetzen können und so. Das sieht aus, als könnte da was sein. An Rohmaterialien unter der Erde. Tut aber nicht. Da hinten ist aber was. Bitte sag mir, dass es jetzt... Nee. Quecksilber haben wir aber noch nicht gefunden. Ist wahrscheinlich aber auch das Seltenste hier. Aber ich will das dann noch auf jeden Fall sehen. So, jetzt können wir. Nochmal Chlor. Niu. Warte mal. Okay, hier ist Schwerkraft ganz normal 1. Wir können trotzdem sehr hoch springen dafür. Ich finde es aber auch ein bisschen enttäuschend, dass hier keine Ruinen von... Hier ist eine Höhle. Bedeckter Krater. Da war was. Was ist denn das? Fluor, seltene anorganische Ressource. Felshaufen. Eisen, Aluminium. Da ist noch was. Argon. Was? Da war Nickel. So, warte. Wo? Komm, noch ein bisschen. Irgendwo muss das doch wieder sein. Da. Jetzt haben wir Nickel gefunden. Jetzt haben wir Nickel. Eine zusätzliche Ressource. Aber okay, ich glaube, mehr werden wir hier nicht bekommen. Fürs Erste meine ich. So, ja, müssen wir wieder laufen. Das ist aber schade, was aus der Erde geworden ist, wirklich, also. Und auch enttäuschend, dass wir wirklich hier keine Ruinen finden. Von alten, von den Menschen erbauten Gebäuden oder so. Keine von Menschen entstandene Ruinen. Kann man das da scannen?
glaube, keine gute Idee. Oh, das war blau. Also, hatten wir schon. Da ist die Agonische Maid. Da wollen wir hin. Ja, gut. Ich glaube, was hier geschehen ist, sind wahrscheinlich die Nachwirkungen, was in Fallout passiert ist. Okay, da brauchen wir jetzt nicht mehr. Da vorne ist schon unser Schiff. Können wir auch die Waffe wieder einstecken. Ich finde es auch cool, dass wir die Waffe dann so hier tragen. Aber okay, dann haben wir fürs Erste die Erde fertig. Wir kommen hier definitiv nochmal her. Um Ressourcen abzubauen oder so. Was ich aber überlegt hatte, wenn wir einen vulkanischen Planeten oder sowas finden, dass wir das zu unserer Hauptbasis machen. Ich hoffe, hier gibt es so einen vulkanischen Planeten. Also mehr war hier jetzt nicht nur das da und das da jetzt, oder wie? Okay, dann ist es halt so. So, und gehen wir wieder rein. So, das Outfit können wir wieder ausziehen. Und rüsten die Waffe wieder aus. Ich bin eine Motte, du das Licht. Ich bin ein Magnet, du der Kühlschrank. Okay, alles klar. Ich nenne ihn ab sofort Matt oder Mutt. So, wir können jetzt aber unsere Dings, hier Ressourcen mal reinpacken. Aluminium. Packen wir alles rein. Komm, wir packen alles. Alles, was wir an Ressourcen haben. Packen wir alles rein. Und wir setzen uns hin und fahren los, beziehungsweise fliegen los. So, abheben. Boah, ich feiere das gerade, wirklich. Fantastische Aussicht. Ja, auf jeden Fall. So, ich will jetzt aber mal gucken, zur Hauptquest. Sprich mit Sam Kau. Sprich mit Wladimir. Wir machen das hier. Wir holen Barrett zu uns. Rückkehr nach Vectera. So, in welche Richtung? Wir müssen an die Erde vorbei, okay. Nein, nicht die Erde. Kann ich so an der Erde vorbeifliegen? 5803 Kilometer. Frag mich, was passiert, wenn wir dahin fliegen. Obwohl, ich würde schon gerne.
dran vorbei. Einfach dran vorbei. Ach komm, egal, Karte. So. Wo müssen wir hin? Wo war Vectera? Da, Narion. Genau. Kurs festlegen. Und Sprung. So. Und hier alles rein. Kriegen wir das auch hin, dass wir alles immer aktiv haben, was wir da haben? Davon kriege ich nie genug. Was passiert da? Achso, genau. Wieder hier in die Dinge. Hey, Kontakt Charlie 3. Annehmen. Nett, dich kennenzulernen. Hi, Charlie 3. Das ist meine gute Tat für heute. Mach einen Bogen ums Altair-System. Einen großen. Vielen Dank für die Warnung, Alter, ihr... ich heiße nicht Charlie. Warum nennst du mich Charlie 3? Ich kenne so viele Leute und ich habe aufgegeben, mir ihren Namen merken zu wollen. Du bist also der dritte Charlie, mit dem ich heute rede. Freut mich. Ah, okay. Vielen Dank für die Warnung, Altair 2. Ich mache also meine Runde. Vorratslieferungen und so. Und die führt mich ins Altair-System. Und, Junge. Dort wimmelt es nur so von Spacern. Und ständig dieser Notruf. Dort geht's ganz schön ab. Und wir, die wir dort nicht unbedingt hin müssen, wir bleiben brav zu Hause. Da, wo wir sind. Stimmt's? Vielleicht kann ich Ihnen aber helfen. Du hattest Glück, dass du es rausgeschafft hast. Worum ging es im Notruf? Der klang schlimm. Echt schlimm. Aber ich hatte eigene Probleme. Musste schnell abhauen, bevor die Spacer meinen Kraftantrieb zerstören konnten. Tut mir leid, aber diese ganzen Weltraumkämpfe sind nichts für mich. Vielleicht kann ich Ihnen aber helfen. Charlie 3, das wäre aber eine äußerst gute Tat für heute. Ich meine, ich sage nicht, dass du irre bist, aber... Wow. Tschüss, Charlie 3. Du bist der beste Charlie 3 in dieser Woche. Okay, alles klar. So. Ach, das sind die Raumschiffe vom letzten Mal, oder nicht? Was ist das da? Frachtmodul, Treibstoffmodul, Frachtmodul. Kann ich die looten? So. Autsch. Ja. Vom Tempo ging ich nicht rechtzeitig runter. Okay. So, wo sind die Dinger? So, kleines bisschen. Ich kann die jetzt nicht looten, oder was? Okay. Warum nicht? Okay, dann halt nicht. Dann... Vectera. Zur Karte. Argos Extractors Mining Außenposten. Und landen. Vectera gehört zu den hunderten Planeten und Monden der besiedelten Systeme. Viele von ihnen locken mit Abenteuer, Geheimnissen und Gefahr. Warte, genau. Anzugintegrität. Ah, okay. Du bist zurück. Aha. Ja,
Lynn? Lynn? Wo ist Barrett? Lass das. Die Lage war schon schlimm. Aber dann kam alles noch schlimmer. Als du weg warst, kamen noch mehr Piraten. Diesmal hatten wir nicht so viel Glück. Calvert, Troy und ein paar neue Dusties haben es nicht geschafft. Ich weiß nicht, wer die sind. Tut mir leid, Lynn, das wusste ich nicht. Wir hätten nach dem ersten Angriff evakuieren sollen. Warum der zweite Angriff? Zu welchem Zweck? Wer weiß, worauf die Piraten aus waren. Rache? Beute? Vielleicht war es eine andere Crew und wir hatten bloß Pech. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Wie auch. Du warst nicht hier. Jedenfalls steckte ich mit Barrett hinter ein paar Kisten fest. Mitten im Kugelhagel und Laserfeuer. Kein Grinsen mehr. Er wusste, was die Stunde geschlagen hat. Ich wollte mich in den Kampf stürzen. Doch er legte seine Hand auf meine Schulter und meinte, bleib hier, Lynn. Ich mach das. Idiot. Er wollte sich also opfern. Das klingt nicht gut. Ich werde sofort weggerannt. Das klingt echt nicht gut. Plötzlich sind zwei der Piraten tot und den dritten hat er im Schwitzkasten. Er zerrt ihn mit sich, die Waffe am Kopf. Entweder wir reden oder die Schläfe dieses Typen macht Bekanntschaft mit dem dritten Newtonschen Gesetz. Und da kamen sie mit Hella an. Schlief so gut bis dahin. Hella ist einfach ein Pechvogel. Ich hab nicht alles mitgehört. Doch nach einer kleinen Ewigkeit hob Barrett die Hände hoch. Die Piraten haben sie beide verschleppt. Seitdem sind sie verschwunden. Ich muss Barrett und Hella retten, Lynn. Du hast also tatenlos zugesehen, der Boss des Jahres. Ein Kurier meinte, Argos wäre am Zusammenpacken. Warum wurde der Angriff verschwiegen? Für eine Nachricht ist so etwas zu riskant. Zu viel Verantwortung. Du weißt, wie es ist. Die Kunden interessieren bloß Anfang und Ende des Einsatzes. Den Rest übernehmen wir. Ich muss Barrett und Hella retten. Wer weiß, wo sie hingesprungen sind. Ich wollte das Schiff im Comm-Gebäude kontaktieren, doch die Piraten hatten da ganze Arbeit geleistet. Der Versuch ist es wert. Aber die Chancen, dass du sie lebend findest, sind... Ich habe diesmal viele Leute verloren, Dusty. Ich will nur noch weg. Okay. Da muss ich hin. Ich bin immer noch überladen. Aber jetzt können wir hier auch endlich mal ausführlich erkunden. Wo muss ich genau hin? In das Gebäude? Ich gehe mal von aus, dass wir in das Gebäude hier müssen. Oder auch nicht. Okay. Ich komme so nicht hin. Einmal kurz Ausdauer. Sauerstoff tanken. Und dann springen wir mal darüber. So, das müsste reichen. Nein! Autsch! Was war das jetzt, was mir passiert ist? Ich habe echt zu viel Mist im Inventar. Ich muss hier also doch rein. Warum kann ich hier aber nicht rein? Was ist mir jetzt auch passiert? Status. Prellungen. Prognose schlecht. Wund sein. Nahkampfangriffe verbrauchen Sauerstoff. Komm. So. Also, ich muss in das Gebäude. Wie komme ich in das Gebäude? Wir benutzen einfach den Schalter. So. Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir
in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.